Hello guys, so ein kurzes Update nur, wirklich ganz kurz zum Thema SAP-Aktie. Diejenigen von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen ja, ich habe hier vor, ja, weiß ich nicht, einem Monat oder die Zeit vergeht so schnell, 2 Monate oder sowas, immer wieder so ein Tranchen SAP-Aktien gekauft, nachdem sie eben hier so abgeschmiert ist, ja, aufgrund der Zahlen und so weiter. Ich kenne ja die Firma auch sehr gut, muss ich echt sagen. Kann es vielleicht sogar die Firma vielleicht sogar besser einschätzen als der eine oder andere Analyst, der irgendwie jeden Tag 10.000 Firmen durchnudeln muss. Ja. Und mir war klar, dass wir sozusagen, dass hier eine Erholung stattfinden wird. Ja. Die sind halt einfach intern in Umstrukturierungen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier mehrfach reingegangen, habe ungefähr so 20.000 dann gehabt, umgerechnet in Euro. Und habe mir gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal ein Jahr lang liegen. Und schau mal, was passiert. Und siehe da, wir haben in letzter Zeit wieder ein bisschen was gut gemacht. Ich bin jetzt natürlich im Plus und würde hier auch, sagen wir mal, das Ding wieder halten und letztendlich mit meinem Einsatz dann rausgehen, wenn wir wieder hier oben sind bei 130. Ne? Also sozusagen so eine Art Long-Term-Trade, den ich von vornherein auf ungefähr 12 Monate angesetzt hatte. Wenn er jetzt 15 Monate dauert, dann dauert er eben 15 Monate. Und wenn er 2 Jahre dauert, dann dauert er eben 2 Jahre. Ist mir auch egal. Mit dem Ziel halt sozusagen aus in etwa, es waren nicht ganz 20.000, waren ungefähr 18.000, sagen wir mal 30 zu machen. Ja? Und das ist sozusagen mein Ziel. Und da halte ich euch auch auf dem Laufenden, wie weit das jetzt hat, dann fortgeschritten sein wird. Also ich bin mir jetzt. Also sagen wir mal, wenn wir Chance-Risiko- oder Wahrscheinlichkeitsrechnung hier machen würden, dann würde ich sozusagen die Wette, die ich hier also lange, längerfristig, oder man kann sagen wir mal, auf die nächsten 1 bis 2, 3 Jahre, maximal 3 Jahre, wo ich schätzen würde, dass es dauert, dass wir hier wieder auf 130 sind. Wenn mir jetzt einer sagen würde, das ist jetzt eine Wette wie Roulette, Gold, Rot oder Schwarz, ne, ohne der Null. Da würde ich sagen, die Wette hier ist, ich würde mal sagen, vier zu eins, dass es passiert. Ja. Und so eine Wette gehe ich gerne ein. Und zu 20% Wahrscheinlichkeit, dass wir sozusagen das nicht schaffen, was heißt wir, ich, ja. Und 100, und dass sie vielleicht auf der 100 runterfällt und dort auf Ewigkeiten bleibt. Dass sie groß weit recht viel tiefer fällt als wie 100 oder 90 sowas, ist extremst unwahrscheinlich. Also da muss man einfach, wenn man daran denkt, glauben würde, dann hätte man wahrscheinlich von der kompletten Branche überhaupt keine Ahnung. Ja. Und so gesehen, es ist eine legitime Wette, meiner Meinung nach, langfristige Wetten, gehe ich ja nach wie vor ein, denn sonst kann man im Leben ja gar nichts mehr machen. Ja, es sind ja eben nur die kurzfristigen Wetten, von denen ich halt komplett befreit bin jetzt de facto, also mich be einfach befreit habe, da ich damit einfach in der Vergangenheit immer nur grundsätzlich unterm Strich verloren habe. Und damit meine ich kurzfristige Wetten, meine ich alles, was kürzer ist, wie einen Monat. Also eigentlich alles, was kürzer ist wie, sagen wir mal, 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr, ist eigentlich alles kurzfristig. Und die ganzen Geschichten so mal einen Tag rein und raus, das ist das gleiche wie Casino. Da kannst du gleich ins Casino gehen, da gibt es wenigstens hübsche Mädels, ja. Und wenn du ins richtige Casino gehst, da gibt es wirklich was zu sehen, mädelsmäßig. Und da brauche ich mich nicht vor einem blöden Bildschirm hocken und da irgendwas rumwursteln, ja. Also so kurzfristige Trading-Scheiße brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Ja, okay, das soll es gewesen sein, mein Update zu SAP. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der SAP haltet. Ja, Aktie, ob ihr die auch im Portfolio habt, aber die sozusagen, was da eure eigene Entscheidung ist. Bitte, jeder beeinflusst jeden. Das ist unterbewusst gar nicht anders möglich. Aber ich gebe hier einfach meine Meinung preis. Ich habe auch das Recht, meine Meinung zu äußern. Wir leben Gott sei Dank noch im freien Land, ja, in Europa und ihr könnt das genau ebenso tun. Und auch ebenso in der gleichen Art und Weise. Und
sozusagen neutral, vernünftig und auch gerne kritisieren, wenn das eben auch vernünftig passiert. Ansonsten lösche ich euch einfach raus. Ne? Ich nehme ganz einfach, ne? Das ist ja mein Kanal. Und wenn ihr halt konstruktive Beiträge leistet, dann weiß ich es sehr zu schätzen und dann wird es euch auch selber zugutekommen, denn dann werden auch andere Leute auf euch auch mal aufmerksam und dann könnt ihr vielleicht auch euren eigenen Kanal gründen und was daraus noch entstehen kann. Also von daher immer das Ganze nüchtern und professionell angehen und sehen und sich die eigene Meinung bilden, ganz wichtig. Und dann eben in SAP investieren oder auch nicht investieren. Es gibt eine ganze Menge andere Aktien, Technologieaktien, die wahrscheinlich noch safer sind. Ja, SAP muss ich ganz klar sagen, weil sie einfach einen viel größeren Burggraben haben wie SAP. Aber auf der anderen Seite wirst du die auch nicht mehr so günstig kriegen wie die SAP. Das ist halt immer das Spiel, ne? Da wo kein Risiko, da auch keine Verdienstmöglichkeiten. Und bei der SAP, die wurden halt sehr stark angegriffen, sind nach wie vor unter Beschuss, auch für den Mid-Market, von Firmen wie Salesforce, von Firmen wie Microsoft. Und ich habe all diese Aktien in irgendwelchen Portfolios. Also von daher, unterm Strich ist es mir scheißegal, wer das Rennen macht. Mir ist es natürlich immer am liebsten, wenn kein Monopol entsteht, so wie halt bei Amazon und Apple, das so mehr oder weniger der Fall ist. Aber was auch immer da kommt, wir sind kleine, popelige Investoren, Aktienkäufer und wir müssen sowieso das nehmen, was kommt. Und ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, schau wieder rein, gib mir einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Und dann wirst du auch die nächsten Videos zu SAP-Aktien und ähnliches auch von meinen Meinungen auch hören können. Und dann auch widerspiegeln können in den Kommentaren. Und dann schauen wir wieder rein, wenn es wieder heißt. Dein Thomas Klein von der Mission Millionär. Bis dann. Tschüss.